Es war eine konzertierte, groß angelegte Aktion der Ermittlungsbehörden gegen die organisierte Schleuserkriminalität. Wie hier in Köln durchsuchten am Mittwoch mehr als 1000 Beamte von Bundespolizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung zahlreiche Objekte in mehreren Bundesländern, darunter Geschäftsräume, Wohnungen und mutmaßlich involvierte Ausländerämter. Mehrere Beschuldigte wurden festgenommen. Beteiligte Ermittler erläuterten in Düsseldorf Details zu den Razzien und ihren Hintergründen. Das Ganze nennt sich Ermittlungsverfahren Investor. Der Name hängt damit zusammen, dass die Geschleusten angebliche Investitionen vornehmen. Tatvorwurf ist der Paragraph 97 des Aufenthaltsgesetzes, das banden- und gewerbsmäßige Schleusen von Ausländern und Ausländerinnen. Es handelt sich nicht um sogenannte Behältnisschleusungen, sondern die Geschleusten sind wohlhabende Drittstaatsangehörige, überwiegend aus China, eine ganze Reihe auch aus dem Oman und anderen Ländern, beispielsweise auch aus Südafrika. Die Schleuserbande setzt sich aus verschiedenen Personen zusammen, darunter, das haben Sie schon gelesen in den ersten Mitteilungen, auch Rechtsanwälte, eine Rechtsanwältin und Immobilienunternehmer und weitere Personen. Das Ganze fußt auf der Ausnutzung der Sonderregeln. Das sind einerseits die Sonderregeln für Selbstständige und dann auch, was auch in jüngster Zeit des Öfteren in der Presse war, die Sonderregeln für Fachkräfte. Die Anwerbung der Geschleusten läuft übers Internet. Da gibt es entsprechende Seiten im Netz, in denen mit Residenzprogrammen geworben wird, dass man eine Aufenthaltsdauer auf der Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bekommen kann. Hier sind auch die Vorteile in der Werbung dargestellt, zum Beispiel die freie Bildung in Deutschland oder auch das Weltklasse-Gesundheitssystem in Deutschland. Auffällig ist auch hier, dass damit geworben wird, dass kein dauerhafter Aufenthalt in Deutschland angeblich erforderlich ist. Und es wird sogar die deutsche Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt auf diesen Werbeplattformen. Hier gibt es auch mal eine Preisliste, die man im Internet findet. Gesamtpreis 360.000 Euro. Das trifft jetzt nicht auf alle 147 Fälle zu. Das waren so die ersten. Einige Fälle, die wir haben, haben auch niedrigere Beträge bezahlt im fünfstelligen Bereich. Nach der Ankunft hätten nach Deutschland gebrachte Drittstaatsangehörige weitere Bargeldbeträge gezahlt. Diese seien mutmaßlich auch an Behördenmitarbeiter geflossen. Zahlreiche bei den Razzien als Beweismittel einbehaltene Mobiltelefone, Speichermedien sowie umfangreiches Aktenmaterial und Ausweisdokumente würden nun ausgewertet, hieß es. Zudem seien viele Bankkonten gepfändet sowie Immobilien und Fahrzeuge gesichert worden. Auch habe man rund 450.000 Euro an Bargeld gefunden.